Wir starten in die Sendung heute mit einem Blick auf die Tabelle. Ja, ganz oben, da thronen derzeit die Dortmunder mit der etwas besseren Tordifferenz im Vergleich zu uns. Unser nächster Gegner Wolfsburg mischt auch wieder vorne mit, aber es sind schon 4 Punkte, die da fehlen. Mit einem Sieg am Dienstagabend im ersten Wiesenheimspiel wäre das Polster auf den letztjährigen Vizemeister schon recht komfortabel. Oder Robert Lewandowski? Ja, aber wir wollen einfach auch gewinnen morgen. Trotzdem, dass Wolfsburg hat weniger Punkte als wir, aber wir wollen einfach Tabelle führen und wir brauchen das Spiel jetzt 3 Punkte und natürlich gegen Wolfsburg, das wir kein einfaches Spiel. Die spielen immer noch sehr guter Fußball und wir müssen wirklich Gas geben. Wie geht's dir? Du konntest in Darmstadt nicht spielen. Was genau hattest du und bist du wieder fit jetzt? Ich hatte ein Problem mit dem Fuß und deswegen konnte ich nicht am Samstag gegen Darmstadt spielen. Aber am Sonntag habe ich schon mit der Mannschaft trainiert und heute fühle ich mich sehr gut und ich weiß, dass morgen ich werde wieder 100% fit und ich hoffe, dass wir alle zusammen das Sieg schaffen. Das klingt doch sehr gut. Pep Guardiola hat also offensiv wieder eine Waffe mehr zur Verfügung. Das schadet gegen die Wolfsburger sicher auch nicht, denn das Team von Dieter Hecking hat genau wie Bayern bislang auch erst 2 Gegentore kassiert. Und das dank des magischen Brasilien-Dreiecks. Luis Gustavo, Naldo und seit ein paar Wochen auch Dante halten den Laden hinten im Zentrum dicht. Dass Dante jetzt am Dienstag in der Arena plötzlich grün trägt, ist natürlich schon noch ein bisschen komisch. Ich habe auch gegen Dante viele Mal im Training gespielt, aber natürlich, das wird was anderes gegen Spieler, wo du nicht zusammenspielst mehr und das ist natürlich leider. Aber jetzt alles bei Wolfsburg und das für uns am wichtigsten, dass wir 3 Punkte machen. Vor dem Spiel wird Dante von Karl-Heinz Rummenigge offiziell verabschiedet. Dafür blieb ja Ende August keine Zeit mehr, weil er doch am Ende der Transferperiode alles sehr, sehr schnell ging. Was ihr sonst noch vor diesem Bundesliga-Spitzenspiel wissen solltet, gibt's jetzt im Newsflash. Pep Guardiola tüftelte am Montagvormittag noch an der Taktik. Danach verriet er ein paar seiner Gedanken im Pressegespräch. Wolfsburg die letzten 3 Jahre, 4 Jahre mit der gleichen Trainer, nur die gleiche Idee. Sie kaufen den richtigen Spieler für dieses System, für diese Idee. Champions League Mannschaft, Vizemeister, großer Respekt. Ich freue mich, das Spiel in Darmstadt und auch mit Gerhard Dorsch. Am späten Nachmittag fand an der Säbener Straße das Abschlusstraining statt. Neue Verletzte gibt es nach dem Darmstadt-Spiel zum Glück keine. Es fehlen also weiterhin Arjen Robben, Franck Ribéry, Mehdi Benatia, Holger Badstuber und Jan Kirchhoff. Noch immer trauert der FC Bayern um den am Donnerstag verstorbenen Detmar Kramer. Am Dienstagabend wird es vor dem Anpfiff eine Gedenkminute geben. Zudem läuft unser Team wie schon in Darmstadt mit Trauerflor auf. Seit Samstag läuft in München das Oktoberfest und das verlieh den Bayern in den letzten Jahren Flügel. Die letzten 8 Wiesenheimspiele wurden alle gewonnen, außerdem gegen Wolfsburg zur Wiesenzeit in München immer leer aus. Ja, präsentiert wird das 4. Bundesliga-Heimspiel der Saison übrigens von unserem Anteilseigner Audi. Unter anderem können Fans, die mit einem Audi in die Arena kommen, kostenlos parken. Das war's für heute. Anpfiff ist übrigens schon um 20 Uhr am Dienstag. Es ist kein Champions-League-Spiel, also nicht zu spät kommen.